Exklusivkriegserklärung zugegeben. Nach der jüngsten Rebellkopf-Aktion sollte man meinen, dass die ehrwürdige Königin noch alle Tassen im Schrank hat. Bei genauerer Betrachtung stellt man jedoch fest, genau das Gegenteil ist der Fall. Dr. Noxus ist geladen. Ihm schwand Übles. Wie ein Lauffeuer hat sich Rebellkopfs Verhaftung im innersten Zirkel der Macht verbreitet. Die Massenmedien schweigen bisher. Seit nunmehr 6 Jahren befindet sich der Mainstream TV auf imperialer Linie. Der im doppelten Sinne alte Rebellkopf hat damals exzellente Arbeit geleistet. Das zahlt sich heute aus. Im Netz gibt es das übliche Geschwätz derer, die sich gegenseitig auffressen. Was zählt, ist die breite Masse, die wesentlich effizienter vom Glotzmedium aus reguliert werden kann. Die haben etwas, das dem Internet fehlt, eine Redaktion. Was will sie diesmal? Noxus ist in Gedanken versunken. Er steht Rebellkopf nahe, Hypatia weiß dies, war er doch derjenige, der dem Alten einen neuen Rumpf besorgt hat. Ist er der nächste Abschusskandidat? Zögerlich betritt somit der persönliche Leibarzt ihrer Majestät genau jenen Saal, in dem sein letztes Forschungsobjekt verhaftet worden ist. Da hinten thront sie bereits, seine Königin. Festen Blickes mustert sie ihn. Noxus nähert sich, schlägt die Hacken zusammen und salutiert kurz. Aha, Noxus, murmelt diese. Dem Arzt ist somit das Wort erteilt, meine Königin, wie kann ich Ihnen zu Diensten sein? Fragt er diplomatisch. Ja, Herr Doktor. Aber ja doch. Das können Sie. Von meiner letzten Personalentscheidung haben Sie erfahren. Noxus wird unbehaglich. Steht nun die nächste Personalie zur Disposition? Meine Königin, es handelte sich beim Ex-Generalmajor um eine Protooperation. Da können schon unangenehme Nebenwirkungen, die Königin unterbricht ihn, winkt ab Noxus, diese Gestalt ist Geschichte. Ab heute machen Sie das mit. Der intensivmedizinische Leiter ist erstaunt, er zieht die Augenbrauen nach oben wie bitte was? Stammelt er verwirrt. Ich habe beschlossen, so die Königin, Sie zum Generalmajor zu ernennen, in Personalunion Ihrer bisherigen Tätigkeiten. Das bissel Kriegsspielen kriegen Sie schon hin. Falls einer Ihrer neuen Untergebenen aus der Reihe tanzt, wird er Medikamententester. Hahaha, Ihre Aktion vor 3 Jahren kommt Ihnen heute zugute, lacht die Königin. Noxus ist verwirrt. Ist die noch bei klarem Verstand? Denkt er sich. Nach außen hin nickt er jedoch pflichtgemäß, wortlos. Hypatias Wahn schwillt weiter, ich habe beschlossen, diese kleine abtrünnige Meute anzugreifen. Den Kriegszustand gegen diesen Mob auszurufen. Volle Entschlossenheit liegt in ihren Worten. Was haben die Emil der Krone bloß angetan? Der neue Generalmajor jedoch hat keine Ahnung, über wen sie schwadroniert, meine Königin. Bitte erklären Sie sich näher, ist seine hilflose Antwort. Diese Opportunisten sticheln und stacheln, wo sie nur können. Ich brauche funktionierende Untertanen. Keine, die alles blockieren und sich hinterrücks bei den alten Clans ausheulen. Der neue General tappt noch immer im Dunkeln. Weitere Anschuldigungen folgen, selbst hier im Palast ist der Krankenstand bei 60%. Das ist unzumutbar. Die versuchen mich zu brüskieren. Ein Affront. Jetzt dämmert es auch noch Noxus die Emil. Fragt er kleinlaut. Ja, auch bei uns gibt es Engpässe. Sie stehen diesem oppositionellen Untergrund nahe, das muss man zugeben, das sind die Nächsten. Unterbricht Hypatia als erstes, jedoch wird ihre sogenannte Volkskammer oben auf Vahera dem Erdboden gleichgemacht. Ich werde denen ein für alle Mal zeigen, wer hier das Sagen hat. Mehr noch, mein Sohn, der Kronprinz höchst selbst soll das Kampfgeschwader anführen, sich empfehlen. Mehrere Dinge schwirren durch Noxus Kopf. Erstens, die Exekutive steht vor ihm. Er hat einen direkten Befehl erhalten. Zweitens, die Armee wird kooperieren. Die Wasch- und Bügelzeiten sind vorbei. Die geplante Aktion gegen die dritte Spezies im Reich, nach den Parkingern aber vor den Ruber des Trümer, dient der Herrenrasse. Letztens, das Königreich der Tausend befindet sich vor der Auflösung, im Krieg. Es geht um die Implementierung der klassischen Thronfolge. Da ist Harold der rechte Mann. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Noxus denkt hier auch an die bevorstehende Hochzeit, dieser strategischen Unterwerfung der Parkinger. Er fragt zaghaft nach, Sie wissen, dass unsere Allianzen dünn sind. Ich nehme an, bei dem taktischen Bündnis rüber nach Bagprime ist alles in Ordnung.
Darauf hat Hypatia spekuliert. Sie strahlt, die verstehen sich prächtig. Stellen Sie sich vor, Diesel und Baden wohnt schon drüben in seinem Flügel. Alles läuft nach Plan. Direkt nach dem erfolgreichen Angriff wird die Hochzeit des siegreichen Piloten verkündet. Hypatia besänftigt, wir lassen diese Minderheit ja am Leben. Die beruhigen sich schnell wieder. Ich will hier nur ein Exempel statuieren. Deren Wasserwelt kann mir gestohlen bleiben. Noxus nickt anerkennend. Nach der Deklaration des neuen Reiches wird ihr Premier vorgeladen, muss hier erscheinen. Die werden Spezies zweiter Wahl. Genau wie die Schweine des Trümer. Diese Sprache gefällt dem Mediziner. Wieder einmal setzt sich die Evolution durch. Hypatia beendet die Unterredung wie folgt ihre primäre Aufgabe. Herr Generalmajor, ist nun rüber zum Kronprinz zu eilen und ihm meinen Plan zu erklären. Selbstverständlich unter größter Geheimhaltung. Der Angesprochene salutiert. Heute Abend geht die Meldung ihrer Personalie raus. Besprechung der Zellen dann Anfang nächster Woche. Die Unterredung ist beendet. Sehr wohl, meine Königin, vielen Dank. Mit Stolz nehme ich meine neue Verantwortung an. Generalmajor Puff. Dr. Theodos Noxus verneigt sich tief und begibt sich auf den Weg zu seinem neuesten Patienten, dem jungen Herold von Westarp.